Und wieder abtauchen in den Keller. 9 Uhr ist es. Alle raus, alle an, starten. Frühstück. Okay, Mensch, es ist so warm hier. Wie schweinewarm. Das ist gelb am Knie. Leicht vulgäre Sprache. Das Rost war. Schon wieder irgendwo drin gekniet. In irgendeinem Rostteig mich wieder drin gekniet. Ja. Hier, Mund. Du hast ja schon eine passende Outfit an. Das hatten die früher an, so. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt geht es ja nur noch um Sport. Also wenn ich sportlich genug bin, bin ich eingestellt. Habe ich alles durchlaufen. Bist du ein Aufmerksamkeitskind? Es geht gerade mal nicht um dich. Ja, der arme Junge hier einfach auf den Boden geworfen. Dein Radikalen hier am Start. Oh. Hallo. Na, Grinsi? Ja, Frechdachs ist das. Frechdachs? Frechdachs. Hallo, Frechdachs. Mega cool, wie ich das extra so. Du sagst ja ein paar Tattoo. Kannst du kurz fest, bitte? Hey, hey. Weg hier unten. Ich mach das später. Tägliche Haltung. Genau. Ja, das war's. Super. Vielen Dank. Ja. Gute Fahrt. Warum hast du Zeit? Machst du an die Tattoos dran? Nein, das habe ich gefunden. Auf dem Joghurt. Auf dem Joghurt. Auf dem Joghurt. Auf dem Joghurt. Auf den Joghurt. Pass auf, da stehen die Kaffees, bitte. Ich habe es nicht mit reingenommen, damit es. Ja, aber du machst das Kaffee zu, weil du leierst dich hier total aus. Und was mit Sadi, du lässt dich da alleine ziehen? Sie wollte dranbleiben. Ja? Kann ich denn noch, ja? Ich habe dir dreimal Bescheid gesagt. Hallo, Atu. Alles gut. Hallo, Papi, lass mich hier faul. Oh, der Teil. Wo ist Typ? Mama, ich nehme auch ein Kultchen mit. Ein Kultchen. Ja, siehst du? Ich
Mein Mann, heute ist ja hier überhaupt nicht los. Tote Hose, absolut, ey. Aber ich habe das Dreirad aufgebaut, was ich hier bekommen habe vom Carsten. Du sollst sie nicht einfach raus. Neue Reifen, neue Schläuche. Bisschen geputzt, sauber gemacht, fährt gut, Licht funktioniert, top. Komm jetzt geht's. Ich werde euch mal heute ein Video kredenzen. Muss ja auch mal sein. Und zwar ein Hollandrad, bei dem die Kettenradgarnitur abgebrochen ist. Das Pedal einfach abgetreten. Schaut mal hier. So sieht das jetzt aus. Man kann jetzt wunderbar so fahren. Das ist halt nicht mehr ganz so fresh. Ihr versteht die Problematik, das müssen wir austauschen. Die Pedalen können wir noch retten, ich finde der total geil, sagt er, die Pedalen, die möchte er gerne behalten. Dem steht meist auch nichts im Wege, es sei denn hier, wie gesagt, zeigt sich denn, dass die doch durch ist. Dass das Gewinde hier kaputt ist, aber meistens nicht. Pedalschlüssel hier ran. Und der Rest den Schraubstock einspannen. Haben wir. Jetzt schraube ich das Pedal hier ab. Halt, oder warte mal, vielleicht haben wir ja eine Vierkantgarnitur einzeln, Kettenblattseite. Puh. Ich schraub's erstmal. Haben wir auch. Jetzt öffnen wir den Kettenschutz. Und ein Achter. Da wurde schon mal getauscht. Einmal abziehen. Unten. Oben. Und Mitte. Dann öffnen wir hier diese Abdeckkappe oder entfernen die Abdeckkappe. Auf beiden Seiten. Hui! Das wird spaßig.
Ja? Bin leider. So. Kurz warten. Okay, eingesprüht, eingewirkt. Wunderbar. Jetzt hier das. So, abgezogen haben wir. Wahnsinn, ey. Jetzt kommt der neue Kettenradgarnitur ran und das war's. Erledigt ist der Fall. Das ist nicht dein Ernst, ey. Geht nicht mehr raus. Hab's vergessen. Okay, also nur die eine Seite ab. Und die Seite hier in Ruhe lassen. Also geht raus, ist kein Thema, muss man einflexen und so. Aber ja, wie ich schon dachte, wenn die zu lange drauf sind, die Kurbeln, dann kannst du das vergessen. Dann ist das vorbei. Schade, aber nicht zu ändern. Schön. Na denn? Weg damit. Kettenradgarnitur bestellen. Was für ein geiles Wetter. Was für ein geiles Grollen. Und dann Motor weiter.
Jetzt bekommt der Diamant draußen, das alte aus den 50ern, noch ein Fahrradständer, ein Doppelständer und das war's. Das ist ein Regen. Hammer. Okay. Ich schraube ja heute nur Privaträder. Quasi. Nur Hobby. Manchmal ist das so. Und offensichtlich gerade bei so einem Wetter ist das so. Also hier noch schnell den Schlauch rein. Das ist ja der Raleigh-Aufbau, der immer noch nicht fertig ist, weil mir immer noch dieser Schalter fehlt, dieser 7-Fach-Schalter. Und es gewittert und wettert da draußen vor sich hin. Wenn man dann sieht, mitkriegt, dass es irgendwo schleift, dann kann man das nicht einfach so lassen. Da muss man den Belag vernünftig einstellen und nochmal die Bremse ausmitteln. Also die zieht zu viel und die ist zu nah dran. Ausmitteln erreichen wir mit Hilfe dieser Stellschrauben hier an der Seite. Jetzt gebe ich hier auf die Seite ein bisschen mehr Spannung. Ja, und da sehen wir gleich. Ja, das ist eine kleine 8 drin. Die ziehen wir natürlich auch noch aus. Natürlich machen wir das. Das ist halt so, wenn man das dann einmal frei haben will.
schön dunkel draußen schon. Und den Bremsbelag, den stelle ich auch nochmal ein, der ist nämlich ein bisschen weich eingestellt. Dann läuft es einmal frei. Wie man sieht, keine Bremse mehr. Alles ist schick und lange gedauert hat es auch nicht. So soll es sein. Und der Takt. So mag ich das. Ja, wie gesagt, an diesem Rad ist alles ein bisschen übertrieben. Übertrieben lange hat es gedauert, den aufzubauen. Übertrieben teuer ist es jetzt am Ende im Verkauf. Das ist es gar nicht wert, werden die meisten sagen von euch, aber doch, für mich ist es das wert. Ich finde es schön. Es entsteht nach und nach. So, Step by Step. Und ja, der Rahmen ist nicht mehr so toll, der ist nicht mehr so schick, der hat hier und da seine Macken und so, aber das ist mir egal. Das geht ja gar nicht hier. Was ist denn das, ey? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was ist das? Ich habe keine Ahnung, wer denn sowas einfach so lässt. Also. Ihr könnt die gleichen Teile an neue Draht dran bauen, sozusagen, oder an neuen Rahmen, damit das eben auch optisch den Preis rechtfertigt. Aber dann ist der Preis sogar noch teurer, weil der Rahmen ja viel mehr kostet. Also insofern ist das schon ganz geil, so wie das. Wie gesagt, es fehlt jetzt noch der Schalter, 7 Gang. Der 7 Gang Schalter fehlt noch und der Schaltzug und dann ist es fertig. Und Schutzbleche könnte man noch anbauen. Ja, das Rad würden wirklich schwarze Bleche richtig geil passen. Das überlegen wir noch. Das ist halt nochmal ein Fuffi mehr. Wenn man Montage mitberechnet, ansonsten sind es so 30, circa 30 Euro, knapp 30 Euro, 27 Euro oder so kosten Bleche. Na, naja, mal sehen. Alle Tüte für euch, kommt gut durch die nächste Woche. Wir sehen uns wieder am Montag oder was weiß ich, am Dienstag, keine Ahnung, der nächste Vlog spielt dann Montag wieder. Ja, und macht die Tüte, bis dann, ciao, sagt der Tommy.